Mark Twain, 1835 bis 1910. Majestätisch zieht sich das in der untergehenden Sonne schimmernde Band des Mississippi am Städtchen Hannibal vorbei in Richtung Süden. In die vom Gesang der Zikaden erfüllte Abendidylle mischt sich nur hin und wieder das rhythmische Stampfen eines Schaufelraddampfers. Ihr geringer Tiefgang macht diese Schiffe ideal für den Einsatz auf dem Mississippi. Denn der mächtige Strom ist für die Schifffahrt ein gefährliches Terrain. Überall lauern Untiefen, Sandbänke durchziehen den Fluss, die Wanderdünen gleich immer wieder ihre Lage verändern. Die Schiffsführer brauchen viel Erfahrung, um Passagiere und Ladung unversehrt ans Ziel zu bringen. Immer wieder misst der Lotse den Wasserstand. Reicht der Tiefgang gerade noch so für die Weiterfahrt aus, ertönt sein Warnruf an den Steuermann, Mark Twain. Die Ära der Schaufelraddampfer ist lange vorbei. Der Warnruf der Mississippi-Lotsen für 2 Faden Wassertiefe hingegen hat die Zeit überdauert. Ist doch Mark Twain der selbstgewählte Name eines der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller. Mark Twain hat nicht nur seine Kindheit am Mississippi und später einige Zeit als Lotse auf einem Schaufelraddampfer verbracht. Vor allem hat er in seinen Büchern, etwa über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, dem Fluss und seinen Menschen ein literarisches Denkmal gesetzt. Am 30. November des Jahres 1835 kommt Mark Twain als Samuel Langhorn Clemens in Florida, einem entlegenen Weiler im amerikanischen Bundesstaat Missouri, zur Welt. Er ist das 6. Kind von John Marshall und Jane Lampton Clemens. Seine Eltern entstammen beide Farmerfamilien aus Virginia, die auch Sklaven besaßen. Über Kentucky und Tennessee waren sie schließlich nach Missouri gelangt, stets geleitet von der unerschütterlichen Hoffnung, durch geschickte Landspekulationen zu Reichtum zu gelangen. Doch die Clemens haben kein glückliches Händchen und lassen sich schließlich in Hannibal, einem Städtchen am Westufer des Mississippi, nieder. Samuel, der spätere Mark Twain, ist da 4 Jahre alt. Die Gegend um Hannibal erweist sich als idealer Ort für eine unbeschwerte Kindheit. Der Mississippi mit seinen kleinen Inseln und bewaldeten Ufern ist ein einziger großer Abenteuerspielplatz. Fasziniert sieht der kleine Samuel Dampfschiffe, Lastkähne und Holzflöße vorbeiziehen. Auch allerlei menschliches Treibgut strandet in Hannibal, seien es professionelle Glücksspieler, gewiefte Bauernfänger oder skrupellose Sklavenjäger. Ein Lausbub sei er gewesen, immer zu Scherzen und Streichen aufgelegt, erinnert sich Mark Twain später. Und so manches Kindheitserlebnis dürfte sich tatsächlich auch in den Abenteuergeschichten von Tom Sawyer und Huckleberry Finn wiederfinden. Samuel ist 11, als sein Vater stirbt und er fortan etwas zum Familieneinkommen beitragen muss. Und so verdingt er sich zunächst in den Ferien als Laufbursche oder Ladengehilfe. Mit 13 schließlich geht er ganz von der Schule ab und beginnt in Hannibal eine Lehre als Drucker und Schriftsetzer. Später arbeitet er bei der Lokalzeitung, die sein 10 Jahre älterer Bruder Orion gegründet hat. Mit 18 Jahren beschließt Samuel schließlich, die kleine, heile Welt seiner Jugend hinter sich zu lassen und seinen Lebensunterhalt als wandernder Drucker zu verdienen. Sein Weg führt ihn über St. Louis zu Zeitungsdruckereien in New York und Philadelphia, bevor er wieder bei seinem Bruder anheuert. Bald ist Samuel es müde, immer nur anderer Leute Texte in Bleilettern zu setzen und unternimmt erste Versuche, selbst kurze, humorige Geschichten zu verfassen. Natürlich sind die Texte des jungen Druckers, der nur ein paar Jahre Volksschule besucht hat, noch sehr linkisch und laienhaft verfasst. Dass in ihm ungeahnte Talente schlummern, lässt sich aber schon erahnen. Kommt doch eine seiner Geschichten immerhin in einem Bostoner Satireblatt zum Abdruck. Als Samuel wieder auf die Walz geht, hat er seinen ersten Auftrag als Reporter in der Tasche. Für das Blatt seines Bruders soll er eine Serie humorvoller Briefe über seine Reise verfassen.
Nach 5 Texten verliert Samuel plötzlich die Lust daran, tut sich ihm doch unerwartet die Chance auf, seinen Kindheitstraum zu verwirklichen. Er wird Lotse auf einem Mississippi-Dampfer. Samuel ist ein junger Mann von 22 Jahren, als er den Dampfschiff-Lotsen Horace Bixby kennenlernt und ihn überredet, ihn als Lehrling auf seinem Schiff mitzunehmen. 2 Jahre lang weist ihn Bixby in die Geheimnisse ein, wie die zahllosen Schleifen des so unberechenbaren Mississippi sicher zu durchfahren sind. Dann übernimmt Samuel selbst Verantwortung als Lotse. 4 Jahre wird er insgesamt den Mississippi befahren und sich später an diese Zeit als die sorgenfreieste seines Lebens erinnern. Mit dem Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs 1861 erfährt sein Lotsendasein ein abruptes Ende. Der Handel auf dem Mississippi kommt zum Erliegen, die Schiffe bleiben verteut an den Anlegestellen. Doch dauert für Samuel der Bürgerkrieg nur ganze 2 Wochen. So lange durchstreift er nämlich mit einer selbsternannten Südstaaten-Miliz die Gegend um seine Heimatstadt Hannibal. Als es ernst zu werden droht mit den Kämpfen, löst sich der zusammengewürfelte Haufen ganz schnell wieder auf. Samuel macht sich im Schlepptau seines Bruders Orion auf nach Nevada. Dort bleiben seine Versuche als Goldschürfer erfolglos. Doch kommt er seiner wahren Bestimmung näher, als er im August 1862 bei der Zeitung in Virginia City seine erste feste Stelle als Reporter antritt. Dort treibt Samuel einigen journalistischen Schabernack. Einmal berichtet er beispielsweise so überzeugend über einen versteinerten Mann, dass andere Zeitungen den Text als wahre Meldung nachdrucken. Mit solchen todernst verfassten, gleichzeitig aber höchst amüsanten Geschichten liegt Samuel ganz im Trend seiner Zeit. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts erfreut sich in Amerika ein hintergründiger, mit kräftigem Lokalkolorit aufgeladener Humor großer Beliebtheit. Im Westen der Vereinigten Staaten ist die sogenannte Tall Tale verbreitet. In ihr erzählt ein Mann des amerikanischen Westens mit ernster Miene eine haarsträubende Geschichte im lokalen Duktus und lässt den Zuhörer, meist ein unerfahrener Neuankömmling von der Ostküste, orientierungslos im Niemandsland zwischen Fiktion und Wirklichkeit zurück. Die Erzählform der Tall Tale wird für den späteren Schriftsteller Mark Twain in vielerlei Hinsicht bedeutsam. So lebt sie vom Zusammenprall zweier Kulturen, ein Thema, das sich in vielen späteren Werken finden wird. Und im Mittelpunkt steht die Kunst der Pointe, die bei Mark Twain stets Vorrang haben wird vor Fragen der literarischen Form und Struktur. Im Western-Kaff Virginia City ist es auch, dass Samuel Langhorne Clemens erstmals eine seiner satirischen Reportagen mit dem Pseudonym Mark Twain unterzeichnet. Und schon wenig später wird dieser Name Mark Twain in ganz Amerika ein Begriff sein. Denn 1865 drucken Zeitungen überall im Land seine Kurzgeschichte »Der berühmte Springfrosch« von Calaveras County ab. Die Handlung ist schnell erzählt. Auf Bitten eines Freundes erkundigt sich der Erzähler nach einem Priester namens Leonidas Smiley und erhält dafür lang und breit die Geschichte von dem Taugenichts Jim Smiley und seinem Springfrosch aufgetischt. Höhepunkt der Anekdote ist, dass der Frosch heimlich mit Schrotkügelchen gefüttert wird, damit er bei einem Froschwettspringen verliert. Am Ende fragt sich der Erzähler, ob es einen Priester namens Smiley überhaupt gibt oder ob sein Freund ihn einfach nur reinlegen wollte. In Umgangssprache verfasst, dem Gedankengang des Erzählers folgend, ermüdende Ausführlichkeit nicht scheuend und voller Ernst erzählt, finden sich in der Geschichte vom Springfrosch bereits alle Zutaten, die vielen Werken Mark Twains die Würze verleihen. Der unerwartete Erfolg öffnet dem Redakteur Twain neue Möglichkeiten. Für kalifornische Zeitungen reist er nach Hawaii, Mittelamerika und schließlich Europa. Er schickt regelmäßig Reiseberichte zurück, die Fakten und Informationen gekonnt mit jenem trockenen Humor verbinden, den die Leser von ihm erwarten. Dabei entdeckt er eine Technik für sich, auf die er als Schriftsteller immer wieder zurückgreifen wird,
den gegensätzlichen Blick auf fremde Kulturen, vom Bildungsbürger auf der einen und dem einfachen Mann auf der anderen Seite. Hochtrabende Elogen über die Schönheit der Natur und Größe der Kultur werden konterkariert von einer flapsigen, vulgären Beschreibung der Realität, wie sie nur ein unverbildeter, gnadenlos ehrlicher Mensch äußern kann. So knöpft er sich beispielsweise die Franzosen mit den Worten vor: Der Durchschnittsamerikaner kennt vielleicht seinen Großvater nicht, aber er ist damit immerhin dem Durchschnittsfranzosen einen Schritt voraus, der in der Regel ernste Zweifel hat, wer sein Vater ist. Die Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts entstandenen satirischen Reiseberichte fasst Twain dann in dem Band Innocence Abroad, zu Deutsch Die Arglosen im Ausland, zusammen und landet im Jahr 1870 mit seinem ersten Buch gleich einen Bestseller. Im gleichen Jahr, Twain ist 34, heiratet er Olivia Langdon, die Tochter eines New Yorker Industriellen, und lässt sich mit ihr in Connecticut nieder. Mit einem Mal ist er selbst Teil jener Ostküsten-Elite geworden, die in seinen humoristischen Werken stets ihr Fett wegbekommt. Doch auch wenn die Distanz zwischen Twains Südstaatenherkunft und Persönlichkeit einerseits und der Noblesse und Schicklichkeit Neuenglands andererseits gewaltig scheint, er gewöhnt sich schnell an das mondäne Leben in Connecticut und ergötzt sich an seinem Status als berühmter Schriftsteller. Zeitlebens wird er es verstehen, sich geschickt in Szene zu setzen. Noch im hohen Alter schlendert er, den allein schon sein üppiger Schnauzbart unverwechselbar macht, im weißen Anzug, einen breitkrempigen Hut auf dem Kopf, den Spazierstock in der Hand, die New Yorker Prachtmeile Fifth Avenue hinab, nur um die ihm zuteil werdende Aufmerksamkeit zu genießen. Fast 20 Jahre wird er mit seiner wachsenden Familie, Olivia schenkt ihm insgesamt 4 Kinder, in Connecticut verbringen, lediglich unterbrochen von gelegentlichen Vortragsreisen. Es sind seine produktivsten Jahre, in denen er auch 2 seiner berühmtesten Romane verfasst. Die Abenteuer des Tom Sawyer erscheinen 1876 und sind mit ihrer nostalgischen Beschreibung einer unbeschwerten Kindheit am Mississippi eher der Jugendliteratur zuzuordnen. Im Jahr 1884 veröffentlicht Mark Twain dann die Abenteuer des Huckleberry Finn. Das Buch gilt als sein bestes und als eines der bedeutendsten Werke der amerikanischen Literatur überhaupt. Ernest Hemingway, seines Zeichens der Inbegriff des amerikanischen Schriftstellers, sagt über das Werk: Die gesamte amerikanische Literatur stammt von einem Buch von Mark Twain ab, namentlich Huckleberry Finn. Vorher gab es nichts, seitdem gab es nichts, was dem gleichkommt. Huckleberry erzählt dem Leser seine Geschichte in einer unbekümmerten Umgangssprache, reich an detaillierten Schilderungen der Landschaft und der Menschen, manchmal offen komisch, dann wieder subtil ironisch. Huck ist der Sohn des größten Säufers im Dorf, ungebildet, abergläubisch und mitunter leichtgläubig. Gleichzeitig zeichnet er sich aber durch Bauernschleue, eine geradezu ansteckende Fröhlichkeit und gelebte Toleranz aus. Als Huck vor seinem Vater wegläuft, trifft er auf Jim, einen Sklaven auf der Flucht. Gemeinsam fahren sie mit einem Floß den Mississippi hinunter und machen dabei die Bekanntschaft von allen möglichen und unmöglichen Charakteren. Doch in dem spannenden, humorvollen Roman steckt weit mehr als eine Abenteuergeschichte. Die Grausamkeit des Menschen gegenüber anderen Menschen, wie sie Huck und Jim immer wieder sehen und gar am eigenen Leibe erfahren müssen, ist ein durchgängiges Thema. Wahre, instinktive Menschlichkeit zeigt allein der jenseits aller Bildungsideale groß gewordene Huckleberry Finn. Anfang der 90er Jahre droht das Ende der großbürgerlichen Familienidylle. Eine glücklose Verlagsbeteiligung und Investitionen in eine neuartige, aber am Ende wertlose Setzmaschine führen zum finanziellen Ruin Mark Twains. Statt mit seinen nunmehr 60 Jahren einen unbeschwerten Lebensabend zu genießen, sieht er sich einem Schuldenberg von $190.000 gegenüber und fasst den festen Entschluss: Bis auf den letzten Penny will ich alles zurückzahlen. Und so bricht Twain, als Schriftsteller längst zu Weltruhm gelangt,
in Begleitung seiner Frau zu ausgedehnten, fürstlich entlohnten Vortragsreisen auf. Insgesamt 5 Jahre ist er fast ununterbrochen unterwegs, die meiste Zeit davon in Europa. Er ist ein begnadeter Redner und Vorleser, der es versteht, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Manchmal bringt vordergründiger Klamauk die Menschen zum Lachen, meist aber seine mit todernster Miene vorgetragene Ironie. Auch die deutsche Sprache bekommt seinen Spott ab. 2-mal verbringt Twain einige Monate in Deutschland und versucht bei der Gelegenheit, sich die aus seiner Sicht viel zu komplizierte Sprache beizubringen. Dabei ginge doch alles so viel einfacher, wie er in einer auf Deutsch gehaltenen Rede im Wiener Presseclub ausführt. Meine Herren, ich flehe Sie an, von mir sich beraten zu lassen. Dann werden Sie eine prachtvolle Sprache besitzen und nachher wenigstens selber verstehen, was Sie gesagt haben. Ich würde die üppige, weitschweifende Konstruktion zusammenrücken, die ewige Parenthese unterdrücken, abschaffen, vernichten, die Einführung von mehr als 13 Subjekten in einem Satz verbieten, das Zeitwort so weit nach vorne rücken, bis man es ohne Fernrohr entdecken kann. Nach all diesen Reformen wird die deutsche Sprache die edelste und schönste auf der Welt sein. Sprach's und nimmt die dankbaren Ovationen des Publikums entgegen, über das er sich gerade lustig gemacht hat. Seine Schulden kann er zwar dank seiner erfolgreichen Vortragsreisen in der Tat begleichen, doch private Schicksalsschläge setzen ihm schwer zu. Seine Lieblingstochter Susie stirbt an Hirnhautentzündung, während er auf Europareise ist. Und auch der Gesundheitszustand seiner Frau Olivia verschlechtert sich zusehends. Daran können auch ausgiebige Kuraufenthalte in den bekanntesten europäischen Heilbädern nichts ändern. 1904 stirbt Olivia. Mark Twain wird sie um 6 Jahre überleben. Aus seinen späten Werken spricht ein tiefsitzender Kulturpessimismus, eine Verzweiflung über die Habsucht und Rücksichtslosigkeit der Menschen. »Ich habe bestimmt keine Rassen-, Standes- oder religiöse Vorurteile«, schreibt er. »Es genügt für mich zu wissen, jemand ist ein Mensch. Schlimmer kann er nicht sein.« Seine letzten Jahre verbringt Twain in New York und Connecticut. Er wird mit Ehrungen überhäuft und ist mit den Industriemagnaten jener Zeit befreundet. Bis zuletzt prangert er Missstände an, die ihm nicht aus dem Kopf gehen, wie zum Beispiel das Verhalten der europäischen Kolonialherren in Afrika. Mark Twain arbeitet gerade an seiner Autobiografie, als er schließlich am 21. April 1910 im Alter von 74 Jahren stirbt. Ohne jede literarische Vorbildung, zunächst weit weg von der Bildungselite Neuenglands, hat Mark Twain als Autodidakt über den Journalismus zur literarischen Kunst gefunden und ist zu einem der angesehensten und international bekanntesten Autoren seiner Zeit geworden. Mit seiner humorvollen Respektlosigkeit gegenüber dem europäisch geprägten Bildungsbürgertum, der unbekümmerten Spontaneität seiner Werke und nicht zuletzt aufgrund seines liebevoll gepflegten Hangs zur Selbstinszenierung ist Mark Twain bis heute der Prototyp des amerikanischen Schriftstellers. Selbstgewählte Name eines der bedeutendsten amerikanischen Schriftsteller. Mark Twain hat nicht nur seine Kindheit am Mississippi und später einige Zeit als Lotse auf einem Schaufelraddampfer verbracht. Vor allem hat er in seinen Büchern, etwa über die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, dem Fluss und seinen Menschen ein literarisches Denkmal gesetzt. Am 30. November des Jahres 1835 kommt Mark Twain als Samuel Langhorne Clemens in Florida, einem entlegenen Weiler im amerikanischen Bundesstaat, und tiefen Sandbänke durchziehen den Fluss, die Wanderdünen gleich immer wieder ihre Lage verändern. Die Schiffsführer brauchen viel Erfahrung, um Passagiere und Ladung unversehrt ans Ziel zu bringen. Immer wieder misst der Lotse den Wasserstand. Reicht der Tiefgang gerade noch so für die Weiterfahrt aus, ertönt sein Warnruf an den Steuermann, Mark Twain.
Die Ära der Schaufelraddampfer ist lange vorbei. Der Warnruf der Mississippi-Lotsen für 2 Faden Wassertiefe hingegen hat die Zeit überdauert. Ist doch Mark Twain der Surrey zur Welt. Er ist das 6. Kind von John Marshall und Jane Lenton Clemens. Seine Eltern entstammen beide Farmerfamilien aus Virginia, die auch Sklaven besaßen. Über Kentucky und Tennessee waren sie schließlich nach Missouri gelangt, stets geleitet von der unerschütterlichen Hoffnung, durch geschickte Landspekulationen zu Reichtum zu gelangen. Doch die Clemens haben kein glückliches Händchen und lassen sich schließlich in Hannibal, einem Städtchen am Westufer des Mississippi, nieder. Samuel, der spätere Mark Twain, ist da 4 Jahre alt. Die Gegend um Hannibal erweist sich als idealer Ort für eine unbeschwerte Kindheit. Der Mississippi mit seinen kleinen Inseln und bewaldeten Ufern ist ein einziger großer Abenteuerspielplatz. Fasziniert sieht der kleine Samuel Dampfschiffe, Lastkähne und Holzflöße vorbeiziehen. Auch allerlei menschliches Treibgut strandet in Hannibal, seien es professionelle Glücksspieler, gewiefte Bauernfänger oder skrupellose Sklavenjäger. Ein Lausbub sei er gewesen, immer zu scherzen und streichen. Mark Twain, 1835 bis 1910. Majestätisch zieht sich das in der untergehenden Sonne schimmernde Band des Mississippi am Städtchen Hannibal vorbei in Richtung Süden. In die vom Gesang der Zikaden erfüllte Abendidylle mischt sich nur hin und wieder das rhythmische Stampfen eines Schaufelraddampfers. Ihr geringer Tiefgang macht diese Schiffe ideal für den Einsatz auf dem Mississippi, denn der mächtige Strom ist für die Schifffahrt ein gefährliches Terrain. Überall lauern